Hallo, meine salbeipflückenden Campingfreunde und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren entspannten, lauschigen Runde Bären und seinem Frühstück. Wir haben ja letzte Folge wieder ein bisschen was abgeschlossen. Sind wir bei einigen Sachen freigekommen. Wir haben jetzt das Camping, den Campingbereich. Müssen jetzt mit der Julia noch quaggeln, daggeln. Ein bisschen graust mich davor, weil wir da ein bisschen schwieriger das ausgewählt haben, wie sie redet. Und ja, machen wir aber, wir gehen mal gleich. Und aber die hat uns am Anfang verarscht. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt muss sie nicht mehr so oft. Man. Oh, hallo nochmal. Ich will ehrlich sein. Ich hab dich nicht erwartet. Hast du das selber gefunden? Ja, hier ist es. Was? Du hast ihn wirklich gefunden? Meine Güte, es ist wirklich Salbei. So duftend und frisch. Bist du wirklich bis dorthin gelaufen? Nach Dunkelheim? Ein Spaziergang. Weißt du, Bären müssen sich ja keine Gedanken um Unterwäsche machen. Hör zu, wenn du es wirklich ernst meinst, diesen Ort wieder auf Vordermann zu bringen, kann ich vermutlich helfen. Die Familie des Käpt'ns hat alles Mögliche gegessen. Die haben es im Garten angepflanzt und in Aromen verkocht, von denen man nicht einmal träumen vermag. Süß, sauer, buttrig, herdig, rauchig, herb. Ich hatte nicht gewusst, dass man Wörter schmecken kann. Also ich weiß auch, dass deine Menschen auch etwas zu essen brauchen. Also kann ich dir beibringen, wie du das anstellst, wenn du noch bleiben willst. Das würde ich sehr gerne. Großartig. Ich meine, ich bin froh, das zu hören. Du kannst dich aus dem Garten bedienen. Die Sachen wachsen dort ziemlich schnell. Greif also ruhig zu. Sehr schön. Haben wir abgeschlossen. Jetzt können wir den Garten auch nutzen. Da gibt es dann Töftöfs, Zwiebelisie und so weiter und so fort. Und ich glaube, hier sind wir dann auch fertig. Also der Captain hat einen großen Tisch, um die ganze Familie herum saß. Du hast eine neue Herstellungsanleitung, kleiner Esszimmerstuhl, kleiner Sperrholztisch, winziges Buffet. Du solltest den Leuten vermutlich ein Zimmer zum Essen bauen. So, Esszimmer. Im Esszimmer können deine Gäste Mahlzeiten einnehmen. Mahlzeiten. Stelle einen Serviertisch, einen Tisch und einen Stuhl her und platziere, damit alles funktionstisch ist. Und du eine Punktezahl für Essen erhältst. Mahlzeiten, die im Serviertisch platziert werden, geben Gästen eine Punktzahl für Essen. Die Gäste nehmen die Mahlzeiten normalerweise dreimal täglich zu sich. Jedes Esszimmer beeinflusst das gesamte Gebäude. Daher brauchen Resorts mit vielen Gebäuden viele Esszimmer. Jedes Esszimmer beeinflusst das gesamte Gebäude. Esszimmer, rohe Zutaten gewähren keine Punktezahl fürs Essen, nur gekochte Mahlzeiten. Serviertische mit niedriger Stufe haben weniger verfügbare Slots für Mahlzeiten. Höherstufige Serviertische haben mehr verfügbare Slots für Mahlzeiten. Gut, danke dir. Also haben wir das. Errichte ein praktisches Wohnzimmer. Ah, okay, dann gibt es so ein Wohnzimmer-Ding. So, jetzt gehen wir mal schlafen. Dann müssten wir nochmal pling, 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 pling haben. Weil wir müssen ja hier auch die Zimmer dann bauen, ne? So, jetzt kriegen wir hier Tomatoes. Töftöfs. Swiebelinskis. Jetzt haben wir bloß da Salbei. Dann kriege ich immer eine Krise, wenn du mir Salbei sagst. Nee, es sind nur Kräuter. Okay, wollte schon sagen. Das wäre natürlich eine Wahnsinnssache hier gewesen. So, was haben wir hier? Mais, die Maisis. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Ich muss sagen, es wird immer größer und immer verschiedener. Du kommst immer weiter und hast dann immer größere, höhere, vielseitigere Herausforderungen, Anforderungen und sowas. Und da merkst du schon, ist schon ein bisschen was zu tun. Okay. Hast du hier eigentlich noch was Interessantes im Pawnshop? Nee, du hast jetzt mal gar nichts, wa? Na, okay. Essen. Küche brauchen wir, ja? Eine Küche? Eine Küche braucht 3x3. Dann brauchst du eine Tür. Kannst du ja da reinmachen. Und was ist das da? Ein Schneidebretter. Okay. Kann ich denn jetzt Schneidebretter schon herstellen? Warte mal. Es müsste in dem Bereich sein.
Nee, das habe ich noch nicht. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Aber warte mal, aber wir können da schon mal. Nee, das. Nee, das ist das Lagerfeuer, genau. Anleitung kleiner Sperrholzfläche. Ich glaube, da sitzen dann wahrscheinlich 4 Leute drum. 1, 2, 3, 4. Und Anleitung winziges Buffet. Machen wir schon mal rein. Aber die wahrscheinlich brauchen werden. So, und jetzt Essen. Esszimmer. Und ein Esszimmer auch ein 3x3. Aber dann machen wir mal hier so ein 3x5. Ja, machen wir 3x5. Das Zimmer muss ja ein bisschen größer sein. So, dann hast du, warte mal, Kochgegenstände. Das fällt da rein? Ne, fällt da nicht rein. Herstellung, hä? Warum habe ich das nicht bei Einrichtungsgegenständen? Da habe ich einen kleinen Sperrholztisch, aber ich habe doch hier noch andere Sachen gebaut. Hä? Warte mal, ich habe doch... Warum hat er mir jetzt die nicht gebaut? Ich habe den Sperrholztisch, winziges Buffet. Wo fällt denn das jetzt hin? Hä? What the hell is that? Kann mir das mal jemand jetzt gerade erklären? Ist jetzt, weil mein Baggage komplett voll ist? Oder woran liegt das jetzt? Weil da ist ja leer, aber... Na gut, guck mal, da wird nicht mehr... Ach so. So. Ja, ja, ich sehe gerade. Warte mal, ich mach den mal da rein. Jetzt gibt es hier nämlich... Ach, so. Oh. Eider daus. Eider daus. Deswegen. Das sind jetzt Gegenstände, die ich irgendwie verloren habe, wa? Oder die kriege ich dann irgendwie wieder. Da, siehst du, jetzt sind sie wieder da. Ach, du meine Güte. Jetzt habe ich aber... Da habe ich jetzt aber Mist gemacht. Ich habe jetzt gedacht, jeder Slot hat eine bestimmte Anzahl frei. Nee, 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 so ist es nicht. Die hast eine bestimmte Taschenanzahl. Und es kann dir dann auch deine anderen Sachen betreffen. Oh, weia, jetzt habe ich hier 4 und 2. Na, egal, ist ja nicht schlimm. So, wir müssen jetzt hier mal einrichten. Pass auf, du brauchst jetzt hier ein winziges Buffet. Das Buffet packen wir mal dahin, so, ja? Und dann hast du einen kleinen Sperrholztisch. Den packen wir erstmal dahin. Und dann machen wir mal hier drum einen Stuhl. Da, da und da. Warum geht denn das da nicht? Kann ich das gesamte Ding hier so ein bisschen bewegen? So, kann ich ihn jetzt ransetzen? Nee, geht nicht. Guck mal, schon hast du nämlich das Problem, dass du den Raum vergrößern musst. Den Raum musst du jetzt größer machen, weil du hier sonst das nicht reinkriegst. So, weil jetzt musst du den ein bisschen nach unten verschieben, damit du den dann da ransetzen kannst. So, was dann natürlich ist, jetzt kannst du den hier abschließen, was du natürlich dann auch gleich machen kannst. Der ist immer das Ganze, die Küche hat nur das. So, und jetzt kannst du das Ding auch bearbeiten und dann auch gleich schon mal vergrößern. So, dann haben wir hier keine Tür mehr. Die Tür bauen wir jetzt rein, dann steht das schon mal. Ich gebe mal die Tür. So, jetzt haben wir da, fertig. Küche steht erstmal. Jetzt haben wir das erstmal fertig. Ihr müsst das erstmal angucken. Ich muss mir das ja dann anschauen, wie, wo, was und Ananas, ne? Das ist ja immer so eine Frage. Aber wir müssen erstmal noch... Oh, ist ja schon wieder nachgewachsen. Wie viel Geld haben wir dann eigentlich? Ach, 6.900 wieder. Ja, 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 das läuft, das läuft. So, wir fahren mal nach Holzkreuzung. Wir müssen schon mal wieder die nächsten Gäste einladen. Das sollten wir immer machen, nächste Gäste einladen, denn wir wollen ja nebenbei, dass es trotzdem läuft. Ja, also darf man nicht vergessen, muss ja immer weiterlaufen. Kann ja nicht nur so weit gehen. So, pass mal auf, die gehen alle morgen. Gäste anfragen. Was haben wir denn hier? Einer und 25 ist too much. Ist too much. Ist too much. Also der hat 19. Passt. Haben wir da. Was hast du? 8 und 23. Haben wir da. Ja, 7 und das haben wir auch da. Schlafzimmer. Jetzt sind wir bei... Die. Morgen kommen da nochmal welche an. Perfekte Bewertung. 27. Letzte Bewertung. 25. Okay. Gut, jetzt fahren wir noch in die A24. Da müssen wir natürlich auch noch hin, ne? Müssen wir auch gucken, was wir da noch haben. Und jetzt müssen wir das auch noch alles raus. Und Hallöchen, meine Freunde. Oh, ihr habt mal ja wieder ein paar schöne Wertsachen dagelassen. Ja, wir werden dann immer nach und nach aufwerten. Also ich glaube mal, die Zimmer lasse ich so. Ich finde das sehr gut, auch hier. Und die werden wir dann einfach nur noch nach und nach ein bisschen aufwerten, ein bisschen aufhübschen und dann geht das Ganze. So.
Was haben wir denn hier? Wir haben morgen, geht morgen, geht morgen, geht morgen. Wir haben alles, geht morgen. Also, du kannst schon mal da bleiben. Das finde ich gut. Das war ein Tag. 14.33 passt auch. Oh, die hat Hygiene 14. Das können wir leider noch nicht. Haben wir auch 14. Okay, dann haben wir 10 und 1 für 2 Tage. 13, 3 und 5 für 2 Tage. Und 7, 3 und 3 für 2 Tage. Okay. Sind ja halt einige zwei Tage. Wir müssen trotzdem immer hin und her. Ist aber halt einfach so. Aber hey, wir haben halt jetzt mehr Resort. Wir haben jetzt mehr. Also ich glaube, die nehmen auch mehr ein. Wenn die 2 Tage da sind, bringen die mir auch ein bisschen mehr. Also das ist so meine Vermutung, würde ich sagen. Glaube ich mal. Naja. Oh, Bergsee. Doch, Bergsee war richtig. Wir müssen hier auch noch auf jeden Fall ein bisschen schöner gestalten. Ja, alles muss ein bisschen passen. Ich muss die Zimmer richtig gestalten. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ja, ja, das sammle ich mir dann wieder auf. Hier haben wir, da haben wir, Dusch haben wir. So, wo ist sie hin? Ach, jetzt ist sie da unten. Hey, Julia, du. Wie sieht es nun mit dem Esszimmer aus? Es ist fertig. Ich kann nicht glauben, dass du dir all diese Mühe machst. Es tut mir leid. Ich bin schon eine ganze Weile allein. Dieser Tag kommt hier kaum noch eine Seele vorbei. Außer die, die nachts Krach machen, schätze ich. Aber ich habe nicht den Mut, sie zur Rede zu stellen. Das klingt beängstigend. Wie auch immer. Du hast jetzt alles, was du brauchst, um leckeres Essen zuzubereiten. Oh, aus einer ziemlich wichtigen Sache. Einen Ort, an dem du alles kochen kannst. Nun, ich habe das Beste aus dem gemacht, was ich im Gästehaus zur Verfügung stehen hatte. Aber ich bin stolz auf meine kleine Küche. So, Eats Beach Ausverkauf hat neue Gegenstände. Hervorragend. Pain Voyage hat neue Gegenstände. Ich kann einen gusseisernen Ofen, ich kann ein mickriges Steidebrett. Und ich erwarte, dass du dir eine eigene baust. Okay, Küchen. Küchen kannst du Mahlzeiten kochen. Für die Küche sind Schneidebrett, Herd, Grillplatte oder Mikrowelle nötig. Nicht alle Objekte sind erforderlich. Küchengeräte machen Lärm und riechen merkwürdig. Daher beeinflussen sie die Punktzahl für die Dekoration negativ. Die Gäste interagieren nicht mit Küchen, aber Küchen verschlechtern die Punktezahl für Dekoration in ihrem Wirkbereich. Dieser Debuff beeinflusst alle Schlafzimmer, die neben Küchen gebaut werden, sowie die Punktzahl für das Ansehen des gesamten Resorts. Platziere viele dekorative Gegenstände, um die negativen Effekte der Küchengeräte auszugleichen. Küchen, du siehst das Debuff-Gebiet, wenn du im Baumodus auf den Raum klickst. Ah, okay. So, wir haben jetzt neue Items, aber im Pawnshop. Ja, toll. Kleiner Kühlschrank. Na, danke. Das ist jetzt aber... Leute. Warte mal, die da oben hatte doch aber auch was, ne? Die hat jetzt gesagt, sie hat eröffnet. Also müsste sie da auch neue Ware haben. La 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 la. Ne, warte mal, der das auch. Du musst ja jetzt aufnehmen, ne? Ne, das hat nicht. Wer hat denn noch neue Gegenstände? Hä? War das nicht die? Oder ist Mülltonitonski? Warte mal, vielleicht hier, haben wir hier unten diesen anderen Ding noch, ne? Da, diesen Automaten. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nicht. So, dann müssen wir mal bei dem hier noch. Da wäre noch eine Möglichkeit. Hast du neue Gegenstände? Bescheidene Handtuchhalter. Achso, guck mal, den hätten wir nochmal für unsere anderen Dings machen können. Na egal. Handtuchhalter, das bräuchten wir auch nochmal. Aber nee. Hä, welcher hat denn das jetzt gehabt? Der hat doch gesagt... T. So, Charakter. Nee, Charakter will ich ja eigentlich gar nicht. L? Naja, okay. Verwöhnt. Okay. Das geht auf meine Rechnung. Okay, das ist neue Sachen dann. Na gut, dann warten wir erstmal. Also wir brauchen jetzt eine Küche. Dafür müssen wir herstellen. Mickriges Schneidebrett. Gusseisernen Ofen und einen Kühlschrank, ja? Machen wir mal fertig. So, dann gehen wir hier ins Inventärchen.
Wir lassen das da auch noch nicht so, ne? Also es bleibt nicht so. So, hier machen wir den Ofen hin. So, da kommt das hin. Und mickriges Schneidebrett. Hey, warte mal, das geht nicht gut. Meine Kühlschrank müssen wir mal dann da. Das Ding machen wir mal nach da. Hier machen wir den Ofen. Hier machen wir das Schneidebrett. Passt, wackelt und hat Luft. So. Fertig. Und wieder mit Julia. Ach du Heiliger. Das wird immer, das wird Arbeit, sage ich euch. Das wird Arbeit. Hey Julia. Hast du es geschafft, eine Küche aufzubauen? Ja. Also worauf wartest du dann noch? Halt sie ein zu weinen. Ich habe noch nicht wirklich irgendwelche Kochwettbewerbe da draußen gewonnen. Ach, Unsinn. Du bist ein Naturtalent. Ich kann es an dir riechen. Was? Nee, glaube ich nicht. Der Geruch ist definitiv komplett natürlich. Sieh mal, hier sind ein paar Grundlagen für den Anfang. Ich bin mir sicher, nicht jeder wird von Anfang an wählerisch sein. Schnapp dir ein paar Kartoffeln aus dem Garten und etwas Minze vom Seeufer und dreh eine Runde in deiner Küche. Okay. Kochen. Willkommen im Kochbereich. Dein Ziel ist es, Anleitung zu befolgen, indem du die Kochmethoden-Karten mit den Zutaten kombinierst. Interagiere mit platzierten Kochgeräten, um den Kochbildschirm zu öffnen. Alle Gegenstände in der Küche öffnen dasselbe Interface. Du musst mindestens eine Anleitung lernen, bevor du auf den Kochen zugreifen kannst. Jedes Kochgerät, das du in der Küche platzierst, bietet den Zugriff auf Kochkarten im Interface. Höherstufige Kochgeräte gewähren neue Karten und mehr Karten insgesamt. Verschiedene Anleitungen auf verschiedenen erfordern unterschiedliche Kochmethodenkarten, für die du Zutaten brauchst. Schritt für Schritt schau in das Kochbuch, wähle eine Anleitung und wähle dann die passende Karte aus deinem Deck. Lege eine Karte in den Kochslot. Platziere die Zutat aus deinem Inventar in den Kochslot, der eine Karte enthält. Einige Karten benötigen Brennstoff, also sorge dafür, dass du eine Brennstoffkarte in einen leeren Slot legst. Platziere Brennstoff aus deinem Inventar in einen besetzten Brennstoffslot. Klicke auf den Kochknopf und warte, bis dein Essen fertig ist. Denk dran, je mehr Gegenstände du platzierst, desto mehr Karten kannst du benutzen. Ach du Heilige, jetzt wird's aber mal langsam, ist ja schwerer als Kochen in Wirklichkeit, Mann. So, hier, pass mal auf, das packen wir erstmal rein, brauchen wir erstmal nicht. Deine gepolsterten kannst du erstmal reinpacken und das Duftstäbchen packst du erstmal rein. Hier haben wir jetzt ja auch erstmal nichts. Die können wir erstmal mitnehmen und hier, ja, komm, pass mal auf, packen wir erstmal rein. Die werden wir nochmal gebrauchen, aber ich habe jetzt gerade noch keine Ahnung, wofür. So, sie sagte mir, wir sollen ja Töftöfs nehmen und wir sollen Minze nehmen, sagte sie, ja. So, das haben wir schon mal und dann sollen wir auf jeden Fall Brennmaterial nehmen. So, Töftöfs können wir da oben ja nochmal ein bisschen abgreifen. Töftöfs können wir schon mal abgreifen, die sind auf jeden Fall wichtig. Hey, jetzt habe ich aber 8 abgegriffen, na egal. Na egal, lo, dann gehen wir mal kochen, meine Freunde. Naja, wobei, weißt du was? Erstmal gehen wir schlafen, dann gehen wir kochen. Guten Morgen, guten Morgen. Okay, also ich habe Brennstoff, ich habe Rösten und ich habe Kochen. Machen wir mal kochen und dann machen wir Pfefferminztee. Also da brauchen wir 2x Minze, 2x Holz. Da brauchen wir einmal Brennstoff. So, daraus müssen wir dann das da rein platzieren und da müssen wir dann Minze rein platzieren. Und dann kochen wir daraus das. Pfefferminztee 16 Mal. Was? Wieso 16 Mal? Kann ich das nochmal... Aber, nee, geht nicht mehr. Das ist jetzt da. Hm. Ja. Danke dir. Na, egal. So, jetzt haben wir zurück. Jetzt können wir hier zum Beispiel auf Kartoffelpüree. Guck mal, der gibt nur ein und Kartoffelpüree gibt aber 2. Also jetzt brauchen wir wieder Rösten. Nee, aber Rösten ist Blödsinn. Ich glaube, das ist doch... Genau, guck mal, da brauchst du Kochen. Siehst du, diesen Slot brauchst du. Ah, okay. Wir hätten auch beides gleichzeitig machen können. Dann hätte ich beide Karten reinpacken können. Na, okay. Brennstoff? Nee, warte mal, ich habe aber nur einen Brennstoff. Holz braucht er so viel. Ja, komm, mach mir hier Kartoffelpüree einfach komplett durch. Dann haben wir es erstmal. Solange ich nicht jetzt gleich nochmal was machen muss. Hier kannst du zum Beispiel roh noch schnippeln, glaube ich. So, haben wir dann auch. Passt. Sehr schön. So, gekocht haben wir.
Oh, guck mal, da haben wir 10 Gäste für die A24 abgeschlossen. Willst du mich rollen? Die sind schon wieder fertig, die Töftöfs. Noch eine Portion Kartoffelpüree. Habe ich doch. Ich habe doch Kartoffelpüree gekocht. Oder nicht? Hä? Ach so, jetzt habe ich es gekocht. Ach so, ich habe es noch nicht im Inventar gehabt. Ich wollte gerade sagen. So, Julia, dann haben wir das auch erledigt. Ich habe Kartoffelpüree und Pfefferminztee gemacht. Hey, hast du schon ein wenig gekocht? Ja, habe ich. Nun, du hast auf jeden Fall etwas gemacht. Aber es ist besser als mein erster Versuch. In Ordnung, du servierst es besser, bevor es kalt wird. So, jetzt können wir den Laden um Gegenstände zu finden, die zum Kauf angeboten werden. Okay. Platziere Kartoffelpüree in einer Theke zum Servieren. Platziere Pfefferminztee in einer Theke, um es zu servieren. Gut, das haben wir jetzt. Dann gehen wir hier nämlich ran. Wir haben ein winziges Buffet. Da können wir jetzt sagen, 10-mal Pfefferminze, 6-mal Töftöf. So. Und jetzt hat der Raum auch seine direkten Möglichkeiten. So. Wollen wir mit dem schon mal quaggeln, was der noch hat? Was hast denn du für mich? Du bekommst nur diesen Monat einen Gutschein über 2% für unsere Schwesterfirma Flight or Fright. Für all deine Paket- und Lieferbedürfnisse. Die einzige Frage, die wir dir stellen, ist bar oder mit Karte? Das Lager ist fertig. Sehr geehrter Partner, hier bei Porn Voyage unternehmen wir jeden Tag Schritte, um anzuerkennen und wertzuschätzen. Und zwar unsere wertvollsten Mitglieder für ihre Hingabe und ihren Beitrag. Du erfüllst im Moment nicht die Kriterien, anerkannt zu werden. Oder wertgeschätzt. Genau genommen deuten unsere Messwerte darauf hin, dass deine Leistungen auf unsere Abscheustufe fallen. Allerdings hat dich der neueste Ausbau dieses Grundstücks für Freizeitbeschäftigung im Freien auf Missachtung hochgestuft. Bla. Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt einen Schritt näher, etwas in deinem Leben zu erreichen, das auch nur den Anschein von Bedeutung hat. Ich glaube, der verarscht mich. Es sind noch viele, viele Schritte notwendig. Der nächste ist, unsere Kriterien für ein Grundstück an diesem Standort zu erfüllen. Du solltest sie beachten, um weiterhin den Erfahrungen unserer Gäste anvertraut zu werden. Oh, wir haben neue Gegenstände. Pom Voyage hat neue Gegenstände. Welche uns zutiefst am Herzen liegen. Und was willst du jetzt von mir? Schließe den Aufenthalt für 6 Gäste im Bergsee. Was haben wir denn hier jetzt? Yeah, meine Freunde. Yeah. Jetzt können wir erstmal. Warte mal, auf die holen wir jetzt erstmal alle rein. Wir haben 7000. Warte mal, ich will aber nur Rezepte. Kann ich nicht nur Rezepte machen? Na egal. Bla 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 bla. So. Sehr schön. Ich werde mit euch jetzt aber runtergehen. Wir machen jetzt nämlich die Holzkreuzung dann fertig. Da müssen wir nämlich ein Zimmer aufstufen. Und das können wir dann machen, indem wir nämlich jetzt hierher kommen. Hi, meine Freunde. Lasst es euch gut gehen. Ah ne, ich wollte nicht aufs Klo. Auch nicht in echt jetzt. Ich habe mich jetzt nicht verwirrt angestellt. Nein. So. Wir haben jetzt Stufe 3 Bett. Rustikales. Warum mache ich nicht gleich? Guck mal, ist ja süß. Du kannst dir aussuchen, welches du dann nimmst. Stufe 3 den oder Stufe 3 den? Oh, guck mal, der hat mehr Dekoration. Oder was hat denn der? Ach, der kostet mehr. Wir haben 3 Zimmer. Wir bauen 3 davon, mein Freund. Hiervon kannst du auch mal 3 bauen. Was haben wir denn hier? Oh, bequeme Fußstütze. Kannst du bitte auch mal 3 bauen? So, die sind jetzt ready. Das ist jetzt für hier, um das aufzuwerten erstmal. Ne? Jetzt haben wir hier erstmal nichts weiter. Stufe 3 mäßiges. Ey. Wir haben nur noch, glaube ich, Stufe 2 Badezimmer dann. Passt aber. Wir gehen jetzt hier nämlich rein. Warte mal. Haben wir denn überhaupt so viel Platz gerade? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, haben wir. Guck mal, hier machst du Schrank rein. Bett rein. Schrank rein. Schrank rein. Bett rein. Bett rein. Da machen wir erstmal hier Bettchen, ne? Wow, das ist aber Gemütlichkeitsfaktor hoch 10, meine Freunde. Jetzt haben sie aber hier mal richtig den Apfel abgeschossen. Wunderbar. Da, guck mal, da machst du hier noch ein schönes Schränkchen rein. Hier ein Schränkchen rein. Und hier ein Schränkchen rein. Sehr schön. Guck mal, dann schließen wir nämlich hier auch. Verwöhnt und Holzkreuzung brauchen wir jetzt als nächstes. So, pass mal auf. Der kommt raus. Der kommt raus.
Und der kommt raus. So, jetzt können wir den nämlich nehmen. Du kann, ach, du Heiliger. Hallo? Du bist viel zu groß, was? Oh. Jetzt, meine Freunde, müssen wir ein wenig umplanen. Denn das Gerät ist zu groß. Was wir auf jeden Fall machen könnten, ist den hier hinstellen. Dann steht der erstmal Schnieke. So, den haben wir schon mal. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo kann ich denn den hier noch auf jeden Fall hinpacken? Ach du Heiliger. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Jetzt muss ich gucken. Die Lampe ist Schnieke, die müssen wir auf jeden Fall behalten. Der hier bringt aber auch was, ne? Der brachte nämlich genau 3-3. Den müssen wir auf jeden Fall drinnen behalten. Was bringt der? Der bringt nur 3 Dekorationen. Der bringt nämlich 4 zu... Bringt mir aber 5 zu 3 nämlich. Siehst du, das ist ein riesen Unterschied. Der hat zwar jetzt nur einen Dekopunkt mehr. Wir würden dann aber Dekopunkte hier drinnen verlieren. Wenn ich diesen nutzen würde. Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Packen wir den kurz mal da rein. Packen wir den jetzt erstmal hier ins... Hier jetzt erstmal so hin, ja? So, pass mal auf, da. Okay. Jetzt kann ich ja den hier da mal hinstellen und der Frisiertisch kann ja da stehen. Ha! Da habe ich dir gezeigt, Zimmer! Okay. Anderes Zimmer. Machen wir weiter. Wir sind noch nicht fertig, mein Freund. Wir sind noch nicht fertig. Ich packe dich erstmal da rein, weil du kommst erstmal dahin. So, den können wir auf jeden Fall hier wieder hinstellen. So, hat sich mal was. Und dann können wir den nämlich auch hier so gegenüberstellen. So, perfekto. So muss das. Und tada. Was hast denn du jetzt für eine Stufe hier eigentlich? Warte mal, jetzt habe ich da mal geguckt. Stufe 4 sind wir. Ansehen Stufe 4 bei der Hütte. Und Schlafzimmer haben wir jetzt auf jeden Fall auf Stufe... Was für ein... Nein. Was für ein... Schlafzimmer hat Stufe 3, meine Freunde. Stufe 3. Bearbeiten. Lieber doch nicht. So, danke dir. So, wie lange bleibt ihr? Geht morgen, geht morgen. Okay. Du brauchst so ein Komfort. 38? Ich hab doch niemals 38. Holla, die Waldfee. Da gibst du mir aber bitte mal ein bisschen Sinnvolleres als 38. Oder Dekoration. Was wollten die haben? Dekoration oder... Verwöhnt. Mit dem Merkmal verwöhnt. Was ist denn Merkmal verwöhnt? Ach du Heilige. War Merkmal verwöhnt, war ein Merkmal verwöhnt, meine Freunde. Das ist jetzt die Frage. 19, 17, 23. Na gut, guck mal, hier ist das mal 28. Das ist 5 und 23. Was war denn verwöhnt? Was war verwöhnt? So, wir müssen jetzt aber erstmal runter. Dann haben wir auch noch was zu wissen. Wir machen jetzt erstmal die Dinger fertig. Wir gehen dann am nächsten Mal nochmal zum Dings hin. Zu ihr, zu Julia. Weil jetzt brauchen wir das erstmal für heute. Und ist mir jetzt erstmal... Oh, wichtiger. Dass wir das jetzt erstmal machen. Nee, okay, gut. Haben wir wieder ein paar Wertsachen nochmal reingeholt. Ich würde das hier gerne mal aufbauen. Da hätte ich mal Bock drauf. So, oh, guck mal da rum. Leute, ihr müsst ja aber schon ein bisschen Ordnung machen. Ja, ihr könnt ja mir nicht alles immer liegen lassen. Ist ja wohl unter aller Sau. So. Wir brauchen zur Herstellung. Ganz wichtig. 2, 3, 4, 5. Zack. 2, 3, 4, 5. Zack. Und 5. Zack. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier rein. Wir haben ja das da. Das haben wir dort. Pass mal auf. Du gehst mit da rein. Du gehst mit da rein und du gehst mir da rein. Jetzt kommst du hier erstmal mit einem Schniekenbett zuvor. Guck mal, das Problem ist, das Bett ist jetzt größer. Da kann ich jetzt gar nicht mehr so bauen, wie ich es gerne hätte. Jetzt müssen wir hier ein bisschen haddeln. Haddeln, 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 meine Freunde. Wir müssen hier haddeln. Ganz arg haddeln. Kannst du mir den erstmal da reinstellen? Danke. Süße, bequeme Spitze. Die können wir da reinstellen. Das Lichtchen steht nämlich doof jetzt. Ne? Pass mal auf, den müssen wir jetzt nämlich da einstellen. Oder? Warte mal. Ja, doch, müssen wir. Ach du Heiliger, das ist jetzt sehr eng anliegend. Jetzt kriegen wir den Spiegelschrank aber nicht mehr rein. Kriege ich den... Guck mal, der hat jetzt 25, 28. Ne? Wenn ich den jetzt erstmal rausnehme und den da erstmal reinsetze, habe ich zumindest 28, 27. 25, 28, ja, 28, 27.
wird wahrscheinlich jetzt mal drauf hinauslaufen, weil das Ding hier ist zu groß. Oder ich muss hier ein bisschen umbauen. Doch, ich muss umbauen. Habe ich jetzt letztens erst alles eingebaut hier, damit alle passt. Und jetzt muss ich doch schon wieder umbauen. Ne, Bett kannst du hier ja lassen. Warte mal. Machen wir den mal noch raus, bitte? So, warte mal. Machen wir mal so. Hä, warum kann ich jetzt nicht so? Da. So, Bett bauen wir jetzt hier hin. Ne, geht immer noch nicht, weil Lampe und Kuckuck da steht. So. Bettchen geht jetzt hier hin. Ja, so. Machen wir hier Bettchen hin. Da könnten wir aber auch sagen, pass mal auf, Lampe kannst du dir hier schön ins Eck stellen. Das sieht immer noch ganz schnieke aus. Dahinter hängst du dir noch ein schönes Bild von uns, damit du auch immer schön an uns erinnert wirst. Hier, ja, machen wir trotzdem so, dass du aus dem Bett steigst und hast es schön warm und mollig unter der Füße. So, dann brauchen wir hier, der hat so eine schöne Fußstütze. Guck mal, der passt diesmal doch, der passt wieder auch vors Bett. Vors Bett passt es, dann geht er da lang. Und dann hast du hier auf jeden Fall den Schrank. Und den Spiegel machen wir hier dann noch so hin. Nee, passt schon. Ah, das Zimmer ist zu klein. Das Zimmer ist zu klein. Ich kann das nicht mehr verschieben, meine Freunde. Das Problem ist, es geht nicht mehr. Das Bett hier ist zu groß. Jetzt hat der nämlich nur eine 25-24. Das ist immer noch heavy, maybe. 19-26. Der verliert den einen Punkt, gewinnt aber dadurch 6 Punkte da drüben. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Wie mache ich denn das jetzt? Oh, fuck. Oh, verdammt. Kann ich den? Guck mal, der passt doch da nicht mehr ans Bett ran, ne? Das ist das Problem. Der passt da nicht mehr ans Bett ran, verdammt. Wenn ich das so und so und so und so und so. Ach du Verdammte, wie wirst du nicht schlau draus? Da wirst du echt nicht schlau draus. Ich kann den nirgendwo mehr hinsetzen. Echt nicht. Ich kann den nicht mehr hinsetzen. Vorher stand das jetzt auch nicht unbedingt besser. Gib mir mal den da. Danke dir. So, dann müssen wir nochmal was anderes versuchen. Wenn man den so ranpackt. Wenn man den jetzt so ranpackt. Ja, machen wir so. Wir machen den jetzt mal daran. So, guck mal auf. Dann können wir den auch weiter hier rauspacken. Und dich packe ich jetzt einfach mal daran. Du bist einfach nur eine Verlängerung vom Bett. Du, guck mal, der ist auch gar nicht zum Aufmachen. Das ist einfach nur schön zum Fußpolster ein bisschen verlängern. Kann man den. Den nochmal da, dann hat er Doppelfenster, ist mir doch egal, dann kann man den Schrank nämlich hier hinstellen. Ne? Wobei, der Schrank würde doch besser dann hier hinpassen noch. Kann ich die Lampe da rein und der kann noch reingehen, das müssen wir beobachten. Und dann kann ich den Spiegelschrank nämlich hier hinstellen. So! Damit haben wir das Zimmer etwas verbessert, so ein bisschen. Verschlimmbessert, so. Wir haben 28-27, ja? 28-27, das funktioniert. Du Heiliger, ey, wie soll ich das jetzt ja alles machen? Ich muss mal auf, du kommst da raus, du kommst da raus, du kommst da rein. Dann kann ich dich auf jeden Fall auch mit da wieder hinstellen. Das ist ja egal, der kann ja dann da stehen. Und der Schrank kommt auch raus. Gut, hier geht das gerade. Hier geht das gerade, das ist nicht so das Problem. Hier steht das alles sehr passend für mich. Bom, bom, bom. Hier ist jetzt die Frage, ob ich das hinkriege. Warte mal, pack mir den mal da rein, bitte. Ach nee, der passt nicht mehr. Dann machen wir ihn da hin. So. Du kommst dann da. Ne, geht noch nicht, weil du kommst jetzt auch erstmal raus. Du gehst. Ach nee, du passt jetzt auch nicht mehr rein. Die müssen wir dann übrigens alles zerhexen. Ne? So, dann kommst du noch da ran. Ne, natürlich passt das nicht mehr ganz so, wie ich es mir gehofft habe. Aber weißt du was, wir können das ja alles so ein bisschen rüberschieben. Dann passt der da auf jeden Fall rein. Ist alles ein bisschen beengter, ist jetzt egal. Ist jetzt nicht unbedingt tragisch. Es ist trotzdem schön gemütlich. Hallo? Da. Was ist der denn kollidiert gerade? Na egal. Die Lampe kann man so da drüber mal flupp und dann geht es an. Alles schick, alles schick. Ja, wir werden uns da nicht anders festlegen. So, du kommst raus, du kommst raus, du kommst raus. Du kommst da rein. Nein, du kommst da nicht rein. Denn du kommst da rüber und dann kommst du da rein. Ja, das passt.
So, dann kommst du da rein. Und jetzt muss ich aber was gucken, ob ich den nicht hier noch darstelle. Genau, damit der auch da reinpasst. So, dann kannst du hier noch den Schrank stellen. Nein, kannst du nicht stellen, weil jetzt das Bücherregal da drauf steht. So, jetzt müssen wir gucken, wie das jetzt kommt. So, jetzt kommt der da rein. Ja, okay. Was haben wir denn da, da, da? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir den aber hier noch, das Bücherregal. Ich kann den jetzt nirgendwo gerade hinstellen. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen tricksen und täuschen, ne? Immer, du kommst nochmal da rein. Dann packen wir mal die Lampe ganz gezielt da außen hin. Kann ich den da hinstellen? Ja, das geht. Das geht auf jeden Fall. Dann können wir den Bücherregal noch ein bisschen in die Richtung stellen. Und da drüber können wir dann das Kleiderschränkler stellen. Wie könnten wir aber auch sagen, den schieben wir mal ein bisschen hier rüber so. Zack. Wackelt oder Luft. Ja. Wie ihr sagt, ist schwierig, weil ich würde regulär würde ich eigentlich so ein bisschen die Dings hier erweitern alles. Dann hätte man da was, aber so ist es auch okay. So, dann kriegst du das hier noch rein. Der hier wird wieder ganz easy cheesy, weil wir ja hier auf jeden Fall genügend Platz haben. Sehr schön! Guck mal, jetzt haben wir hier überall 28. Was hat der hier jetzt? Warte mal, hat der 28? Wie viel hat der hier? Hier gehen wir gerade gar keinen. Na egal. Der hat hier auch 28, der hat 28, warum hat der hier nur 26? Der hat auch 28. Ah, sehr gut. Okay, wir haben hier übrigens noch eine Quest erledigt. Yeah, mein Freund. Hast du den Auftrag erledigt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist auf dem besten Weg, der Mittelmäßigkeit zu entkommen. Aber es ist noch nicht so weit. Okay. An diesem Ort sind weitere Verbesserungen verfügbar. Du musst jetzt die folgende Arbeit erledigen. Errichte zwei Badezimmer auf Stufe 1 in A24. Belohnung, ein Schmuckstück, mit dem du mehr Dinge transportieren kannst. Willst du diesen Auftrag annehmen? Oh ja, 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 ja. Arbeit im Gange. Bitte kehre zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. Hab ich doch. Hast du den Auftrag erledigt? Ja! Herzlichen Glückwunsch! Deine Gesamtbewertung ist nicht mehr Abfall. Die Gäste haben jetzt höhere Erwartungen an diesen Ort und zahlen mehr dafür. Bauchtasche! Jetzt kann ich mehr Sachen tragen. Aber es muss noch sehr viel getan werden. An diesem Ort sind weitere Verbesserungen verfügbar. Du musst jetzt die folgende Arbeit erledigen. Errichte drei Schlafzimmer auf Stufe 3 in A24. Willst du diesen Auftrag annehmen? Ja. Arbeit im Gange. Kehre bitte zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. Ja gut, wir haben den jetzt fertig, aber das machen wir beim nächsten Mal, meine Freunde. Wir haben hier schon wieder alles da. Wir haben schon wieder eine ganze Menge. Geht morgen. Brauche ich noch mal jemanden? Wir haben zwei, die morgen gehen, ne? Zwei gehen morgen. Pass mal auf, du hast eine 13 nach 6, eine 13, ja gut, wir passen auf da rein mit dir einmal. Und du hast eine 13, 8, 6, auch da rein. Sehr schön, dann sind wir hier auch fertig für heute, weil dann den Rest machen wir beim nächsten Mal, Leute. Also. Alter, da ist hier immer so viel zu tun, das glaubst du gar nicht, das ist der Wahnsinn. Also, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, das mit dem Verwöhnten müssen wir nochmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was verwöhnt war. Das müssten wir nochmal in unseren Informationen gucken. Abenteuermodus, Sammelgegenstände, Bauplan, Gästemanagement. Haben wir das hier irgendwo drin? Mit einem Sonderding. Besondere Wünsche, das ist das. Merkmal, woran kann ich denn die Merkmale dann sehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, okay, wie gesagt, für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt so mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.